Ich wünsche euch allen erstmal einen gesegneten Freitag und heute einen gesegneten Laylatul Qadr. Die Qadr-Nacht ist heute. Ich wünsche, dass dieser Tag für die ganzen Muslime, für die ganze Menschheit auf der Welt Frieden bringt, inshallah. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die Terroranschläge in Istanbul zu verabscheuen und an die Opfer zu gedenken. Und wir haben ein Kondolenzbuch, wo ihr eure Gefühle und eure Gefühle da reinschreiben könnt. Dieses Buch, Kondolenzbuch, wird dann in der Türkei, der Hauptverwaltung von Turkish Airlines, aufbewahrt und für Besucher zur Verfügung gestellt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم
ahirete göçmüş bulunan bütün ölmüşlerimizin ruhu için ve özellikle Enfur terör saldırılarında hayatını kaybeden mazlum ve mağdur kardeşlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Vielen Dank an Herrn Imam Davud Küskü für die schöne Koran-Rezitation. Jetzt bitte ich Sie alle für eine einminütige Schweigeminute. Die türkische Presseerklärung hier vorzutragen. Bitte schön. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, yine bir terör saldırısı ve yine öldürülen masum insanlar hayatını kaybetmelerine, Cenab-ı Hak'tan rahmet ailelerine, dostlarına sabır niyaz ediyoruz onların. Acıları bizim acılarımızdır. Allah onlara bu zor zamanlar güç kuvvet versin. Üzüntü, evet, içimizde kelimelerle tarif edilemeyecek üzüntü var. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah cenneti ile mukavatlandırsın. İnşallah ölü sayısı daha fazla artmasını ummuyoruz ve dua ediyoruz. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Öfke, evet, içimizde insanların barış için yaşamasına kast eden bütün terör örgütlerine öfkemiz var. Keyfi, akıllara zarar, insanlık dışı menfur ideolojiklerine dayatmak için suçsuz insanları öldürüyorlar. Korkak ve sinsi olan bu terör örgütleri isimleri ne olursa olsun her türlü teröre karşı terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör terördür. Korku hayır. Biz korkmuyoruz. Korkmamız lazım değil tamam. Çünkü o zaman terör kazanmış olur. Biz barışçıl insanlara muhatap olacağız. İnşallah terörle mücadele etkili ve kararlı bir şekilde yürütülmelidir. Bu mücadelede yalnızca başsağlığı dilemek veya yaşayanlara kınamak yeterli değildir. Üzülerek müşahede ediyoruz ki böylesine büyük çaplı saldırıların hemen ardından bir tepki oluşmakta. Ama bu tepki çok kısa bir süre içerisinde yine sessizliğe bırakmaktadır. Hala ki yaşadığımız coğrafyaya uzak yerlerde insanlar hayatını kaybetmede. Yaralandığından ise bu durum gündeme daha gelmiyor. Devletler artık milli menfaatlerini bir kenara bırakmalı ve terör ortaya çıkış sebeplerini bertaraf etmekle mücadele etmelidir. Bu mücadelelerde teröristlerin kim oldukları, nereye ve kimler hedef aldıklarını hiçbir önemi olmamaktadır. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah acil şifalar versin. Vielen Dank, Herr Hacı Demirel. Nun die Presseerklärung auf Deutsch. Erneut haben Terroristen zugeschlagen. Erneut haben sie unschuldige Menschen in den Tod gerissen. Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und Freunden. Wir fühlen und leiden mit ihnen. Möge Gott ihnen Kraft und Geduld geben, diese schwierige Zeit zu überstehen. Trauer, ja, in uns ist eine riesige Trauer, die mit Worten nicht zu beschreiben ist. Wir teilen den Schmerz der Hinterbliebenen und wünschen dem Verstorbenen Gottes Segen. Möge Allah sie mit dem Paradies belohnen. Wir hoffen und beten, dass die Zahl der Toten nicht weiter steigt. Dem Verletzten wünschen wir eine schnelle Genesung. Wut, ja, in uns ist Wut gegenüber jeder Terrororganisation, die auf das friedliche Zusammenleben der Menschheit zieht. Die willkürlich unschuldige Menschen tötet, um ihre mehr als fragwürdige, menschenverachtende, ja sogar abscheuliche Ideologien mit Gewalt aufzwingen wollen.
feige und hinterhältig sind diese Terrororganisationen, wie diese auch heißen mögen. Es gibt keine gute oder böse Terroristen. Angst? Nein, wir haben keine Angst. Wir dürfen keine Angst haben. Denn dann hätte der Terror gewonnen. Wir, die friedlichen Menschen, werden siegen, inshallah. Der Kampf gegen den Terror muss mit Augenmaß und Entschlossenheit geführt werden. Da reichen Lippenbekenntnisse und Beileidsbekundungen nicht aus. Denn mit großer Sorge beobachten wir, dass der Aufschrei nach großen Anschlägen viel zu schnell wieder verstummt. Anschläge mit wenigen Toten und Verletzten werden nicht einmal wahrgenommen, wenn die Entfernung groß genug ist. Staaten sind aufgefordert, ihre nationalen Interessen hinten anzustellen und endlich die Ursachen des Terrors zu bekämpfen. Hierbei darf es keine Rolle spielen, wie die Terroristen sind, wo sie zuschlagen und wer die Opfer sind. Vielen Dank. Das sind Momente, die machen einem sprachlos. Und wir stehen immer und haben ja auch in der Vergangenheit nach den Anschlägen in Paris, in Brüssel zusammengestanden und der Opfer gedacht. Und so darf ich an dieser Stelle auch für die Stadt Wetzlar, für die städtischen Gremien, auch den Opfer dieser schrecklichen Gewalttat meine Anteilnahme ausdrücken und denen, die in den Krankenhäusern sich befinden, eine baldige, eine gute Genesung wünschen. Wenn man sich immer wieder versammelt und solche Akte des Terrors beklagt und man sieht danach, es gibt immer wieder weitere, dann fragt man sich eigentlich, wofür versammelt man sich und wofür bezieht man auch durch eine solche Demonstration Positionen. Man könnte entmutigt sein, aber ich glaube, wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, sondern müssen auch immer wieder die Gelegenheit wahrnehmen, auch an solchen Stunden wie der heutigen zusammenzustehen und deutlich zu machen, dass dies, was Terroristen, egal welcher Herkunft, verursachen, was sie an Leid über Menschen bringen, über Familien, dass sie Menschenleben auslöschen, dass dies nicht unser Verständnis vom Zusammenleben ist, dass dies nicht das ist, was die Schöpfung gewollt hat, sondern ich denke, es sollte jeder Mensch die Gelegenheit haben, in Frieden und in Freiheit aufzuwachsen und sein Leben zu gestalten. Es sollte jeder Mensch in Würde leben können. Und von daher, klar, ja, wir beklagen heute diese Terrorakte, wir verurteilen sie miteinander. Aber ich denke, wir sollten auch in unserer Gemeinschaft alles dafür tun, dass wir friedlich miteinander leben, dass wir tolerant sind, dass wir keine Vorurteile haben, dass auch hier in unserem Zusammenleben keine Auseinandersetzung, kein Hass entsteht, sondern dass wir miteinander uns bekennen, wir sind Wetzlarinnen und Wetzlarer, wir leben hier zusammen, wir leben hier und jetzt und wir haben gemeinsam eine Verantwortung dafür, dass wir in Frieden leben und dass kein Klima entsteht, das letztendlich den einen oder anderen veranlasst, Gewalt auszuüben und sich letztendlich zum Herr über das Leben von anderen zu machen. Das steht keinem von uns zu und von daher hoffe ich bei aller Trauer über das, was passiert ist, dass von solchen Momenten auch Kraft ausgeht, damit wir zusammenstehen und damit wir ein deutliches Zeichen setzen, dass wir solche Akte des Terrors verurteilen. Herzlichen Dank. Vielen Dank an unseren Oberbankmeister, Herr Wagner. Jetzt möchte ich Sie bitten, Herr, zum Totengebet zu vorbereiten. Herr Davut Küskü wird das Gebet leiten. Ellerimizin arka tarafa geçmesini istirham edelim. Neyse. Ölenlerimize dua niyetiyle cenaze namazı kılıyoruz. Ve her ölen Müslümanın cenaze namazı kılınması gerektiğine inanıyoruz. Eğer cenazelerimizin yanında, yakınında bulunamıyorsak gıyabında kılmamız da mümkün. Bu sebeple burada terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimiz için onlara niyet ederek cenaze namazını kılacağız. Allah kabul etsin. Namazdan sonra dua ile Hacı Hocam dua yapacak ve hep beraber amin diyeceğiz. Şimdi benimle beraber niyetinizi tekrar edin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, saldırıda hayatını kaybeden bütün kardeşlerimiz için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu ve Rahmetullah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel âgıbeti lil müttegîn. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve gına azaben nar. Allahümme Rabbena afirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yegûmel hisab. Rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin. Elimizden gelen en güzel şeyi yaparak şu Kadir gecesinin sabahında, şu cumanın mübarek saatlerinde ellerimizi açtık, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Menfur saldırıda hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize senden gani gani rahmet diliyoruz. Sen cennetin en yüksek dereceleriyle onları mükafatlandır ya Rabbi. Geride kalan hastalara acilen şifalar ihsan eyle. İlahi ya Rabbi, o hayat, o saldırıda hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin ve yaralanmış kardeşlerimizin yakınlarına sabr-ı cemiller ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün dünya halklarını, bütün dünya insanlığını bu terör belasından kurtar ya Rabbi. Dünya üzerinde kurmaya çalıştıkları korku imparatorluklarını başlarına geçir ya Rabbi. Bizleri de korkularımızdan emin eyle ya Rabbi. Dünyada iyiliklerin, güzelliklerin, hasenatların, her türlü barışın, insan haklarının, demokrasinin olduğu, kardeşçe yaşamın olduğu bir dünyayı, tüm dünya insanlarına bağışla ya Rabbi. Tüm dünya insanlarına ver ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Ülkemizin bütünlüğünü muhafaza eyle ya Rabbi. Ülkemizin bütünlüğüne göz dikenlere de bu fırsatları verme ya Rabbi. Ülkemizde sürekli bir şekilde ara ara ve diğer dünyanın başka şehirlerinde, baş şehirlerinde terör yapmaya çalışanlara akıl, izan, insaf nasip eyle ya Rabbi. Onları sana havale ediyoruz ya Rabbi. Sen en güzel şekilde onları doğruya getir ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Bu terör saldırılarıyla, İslam'ın farklı yanlış yorumuyla, İslam'a karşı dünya üzerinde nefret oluşturmaya çalışan ve İslam'ı kötülemeye çalışan ada ne olursa olsun bütün bu terör örgütlerini sana havale ediyoruz ya Rabbi. Sen onlara akıl, izan, insaf nasip eyle ya Rabbi. Biz Müslümanların da bu haklı duruşunu, bu güzel duruşunu dergahında kabul eyle ya Rabbi. Bir daha başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya insanların üzerinde böyle menfur saldırıları yaşatma ya Rabbi. Cümlemize yardım eyle ya Rabbi. Amin, amin ve sadakal mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet. Allah yaptığımız duaları, kıldığımız namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Möge Gott unsere Gebete erhören. Şimdi kardeşlerim, o ağacın oraya masayı koyduk. Orada bir tane taziye defteri var, taziye kitabı var. İsteyen kalem bende, ben oraya gidiyorum. İçindeki duyguları kitaba yazabilir. Dediğim gibi o kitap İstanbul'a Türk Hava Yolları merkezine konacak. Orada vitrinde kalacak, ebedi kalacak orada inşallah. Ben şimdi oraya gidiyorum, oraya kitaba yazı yazmak isteyenler ve yazarken de elindeki gülü ağacın altına bırakacağız. Orada duracak birkaç gün artık kendiliğinden çürüyene kadar.